Sag mal, Otto, du bist ja eigentlich Rechtsanwalt. Ja, von Haus aus macht das auch immer noch ein bisschen, nicht viel, aber ja. Okay, weil, also ich kenne das ja so, dass du angefangen hast als Referent? Ja, 96 als Referent der Fraktion, ja. Rechtspolitik, Geschäftsordnung, Immunität, ein bisschen Wahlprüfung und so weiter. Ja, warum? Da hast du auch Haushaltsausschuss gemacht. Ab 2002 als Abgeordneter, okay. Ja, ja, klar. Okay, und dann bist du Haushaltsausschussvorsitzender? Ja, ja, ich bin halt schon alt, ja, klar. Okay. Hast du auch mal andere Ausschüsse gemacht eigentlich? Ja, ich habe noch Geschäftsordnungsausschuss gemacht, Richterwahl, ich bin Stellvertreter bei Kultur, ja, stimmt. Okay, und du warst PGF? Ja, das ist aber lange her. Okay, sag mal, aber du kannst schon irgendwie alles, oder? Mal ernsthaft, können Politiker wirklich alles? Also, neben mir steht jetzt Bettina Stark-Watzinger und die ist so jemand, die alle möglichen Jobs schon in der Politik gemacht hat. Jetzt wechselst du, weil du den Haushaltsausschuss viel schöner findest, in den Haushaltsausschuss oder was ist es genau? Also ich habe hier zwei Traumausschüsse und das ist der Finanzausschuss und der Haushaltsausschuss. Ein Traumausschuss? Mhm. Ja, also ich lerne jetzt gerade, dass der Haushaltsausschuss genauso schön ist wie der Finanzausschuss. Nein, und wir sind ja auch schon in einem AK zusammen. Das heißt, wir tauschen uns ja mittlerweile auch schon inhaltlich stark aus. Wir haben viel überlappende Themen und das ist eine neue Chance. Und Haushaltspläne lesen ist wie Krimis lesen. Jedes Mal, wenn man ihn liest, das kenne ich aus der kommunalen Arbeit, entdeckt man irgendwas mehr und das ist super spannend. Aber wieso gehst du jetzt in den Haushaltsausschuss? Ja, ich gehe in den Haushaltsausschuss, weil mein ganz toller Kollege, fachlich und menschlich toller Kollege, der Dr. Stefan Ruppert, abgeworben wurde in die Wirtschaft. Wir haben ja so tolle Kollegen, dass wir sie abgeworben bekommen. Die noch was anderes können? Genau. Und deswegen wird hier sozusagen eine Position frei und deswegen freue ich mich auf die neue. Und die Freiwild ist der parlamentarische Geschäftsführer, ne? Richtig, genau. Also kannst du vielleicht mal sagen, was das ist? Was ist ja schon wieder ein anderer Job in der Politik. Das ist ein anderer Job. Also das ist ein Titel, mit dem kann man vielleicht gar nicht so viel anfangen. Aber man sieht ja immer uns Politiker, ne? Aber die Politiker, die ihre fachlichen Themen nach draußen bringen, wir stehen auf den Schultern von ganz vielen. Nämlich einem Apparat, einem Maschinenraum, der uns hilft, unsere Arbeit zu machen, damit wir überhaupt A, Inhalte haben und B, nach draußen können. Und das ist, ich werde fürs Personal zuständig sein. Wir sind sozusagen der geschäftsführende Vorstand der Fraktion. Mhm. Wir machen also das Tagesgeschäft, wickeln wir mit ab und da verantworte ich das Personal. Über 100 Leute, tolle Leute, vor allen Dingen Leute, die keinen 9-to-5-Job machen, sondern die Politik mit Leidenschaft auch verfolgen. So wie wir ja auch. Genau. Das heißt, du hast in der Politik schon ziemlich viel gemacht, auch unterschiedliche Bereiche. Mhm. Ich weiß, dass du Bildungspolitik zum Beispiel sehr, sehr gerne magst. Mhm. Aber jetzt mal die klare Frage. Frauen können alles, ist klar. Ja, aber ist das nicht eigentlich was, der Politiker macht einfach, was gerade kommt und macht das dann irgendwie... Wie erklärst du dir das? Wie kann man dann eigentlich erklären? Wie kannst du zu Hause in Hessen erklären? Nö, ich mache jetzt was anderes, aber das kann ich genauso gut. Ja, also erstmal bin ich froh, dass du das erkannt hast, dass Frauen alles können. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Ne? Nein, es ist natürlich schon, man muss sich neu einarbeiten. Und es ist von Vorteil, wenn man Vorkenntnisse hat. Ich habe ja schon mal ein früheres Leben gehabt, ein richtiges Leben, bevor ich hier in Also ein echter Beruf. Einen echten Beruf. Ich habe ein Forschungszentrum aufgebaut auf der Wissenschaftsmanagement-Seite. Und in der Wissenschaft, das ist so ähnlich wie in der Politik, ja, das sind freie Geister. Und da ein Zentrum aufzubauen, die Inhalte in Formate zu bringen, Menschen dort einzustellen, zur Mitarbeit mitzubewegen, das habe ich ja schon mal gemacht. Und also insofern passt das auch. Passt zum Umgang mit der Fraktion, mit den freien Geistern in der Fraktion. Was ist die Fähigkeit, wo du sagen wirst, die brauchst du in der Politik, weil du auch wechseln musst? Also die Fähigkeit ist schon eine gewisse Vorkenntnis, ne? Ich bin Volkswirtin, ich habe mich immer schon mit Staatsfinanzen auseinandergesetzt. Und das Zweite ist die Lust, sich auf Neues auch mal einzulassen und sich einzuarbeiten. Und das Dritte ist ein Team, das da ist und das einen aufnimmt und einen mit ein Stück diesen Weg begleitet. Und da habe ich bei uns im Haushaltsausschuss bei den Kolleginnen und Kollegen überhaupt gar keine Sorgen. Plus den Referenten. Also würdest du schon sagen, es geht gar nicht so sehr um die Frage, dass du sofort 100% alles in dem Bereich weißt. Also so nach dem Motto, nur ein Lehrer kann in den Bildungsausschuss, nur ein Arzt kann in den, und eine Krankenschwester kann in den Gesundheitsausschuss. Sondern es geht schon um Sammlung von Informationen und so weiter. Ja, wobei natürlich ich finde, man sollte schon als Politiker auch eine gewisse, man sollte ein Profil haben. Mhm. Dazu gehört, dass man Kenntnisse aufbaut. Wie du es eben schon gesagt hast, man muss nicht von Anfang an alles können. Es gibt Mitarbeiter, die die thematische Unterstützung auch sehr stark machen. Aber man sollte so einen Weg dann auch mal ein Stück in eine Richtung gehen und ein Profil haben. Ich glaube, das wird erwartet und das ist auch die Komplexität der Herausforderungen. Insofern passt das. Noch eine Frage. Du hast den Beruf, ja. Du hast auch Familie und Kinder. Würdest du denn sagen, es muss immer eine gewisse Lebenserfahrung sein? Oder würdest du auch sagen, ja, es kann auch sein, dass du komplett neu und frisch reinkommst, weil du mit neuen Ideen kommst? Ja, es muss eine Mischung sein. Also
Wir haben ja auch bei uns in dem Institut, in dem ich gearbeitet habe, Juristen und Ökonomen. Das war auch neu. Wir haben über Finanzmärkte geforscht. Und allein diese unterschiedlichen Sichtweisen und auch, wie du sagst, mal frisch reinkommen und noch nicht den Blick, das haben wir schon immer so gemacht, das hilft. Und deswegen ist eine gute Mischung, glaube ich, das Ausschlaggebende. Und ich bin jetzt ein neuer Baustein bei euch. Ja, dann wollen wir mal sehen, den Haushalt. Da ist ja immer die Frage, wo lernst du es? Es gibt ja Bundeshaushalt, den gibt es ja, das gibt es ja nirgendwo. Haushalt hast du normalerweise nichts mit zu tun. Da kommt dann vielleicht noch was Neues auf dich hinzu. Letzte Frage. Muss man mit Zahlen umgehen können? Muss man Zahlen mögen, um PGF zu sein, also parlamentarische Geschäftsführer, um den Privatjob zu machen? Ist da schon die Affinität für Zahlen oder ist es was anderes? Ich würde Zahlen gar nicht mal losgelöst von anderen Dingen sehen. Es hilft, wenn es einen nicht erschreckt, wenn man Tabellen bekommt. Und es hilft, wenn es Spaß macht, wenn man dann auch mal was durchrechnet und merkt, hier ist etwas, hier ist eine Diskrepanz oder hier, wie sind die Entwicklungen, wie sind die Trends? Das hilft. Aber ich glaube, dass Mathematik ist nicht losgelöst von den restlichen. Also das Menschliche zwischendrin und die Ideen und die Kreativität, das gehört zusammen. Ich bin gespannt, was dann irgendwann mal der nächste Handwerksjob ist. Denn ja. Veränderung gehört, glaube ich, dann auch dazu. Ja. Okay. Ich finde, wenn man nicht mehr für was brennt, also jetzt habe ich noch gebrannt für Finanzen, aber man kann auch immer was Neues machen, dann brennt man neu. Ich danke und bis bald. Ja, gerne. Boah, kann irgendjemand mal die Geschirrspülmaschine ausräumen? Nee, ich hab keine Zeit. Dominik? Nee, sorry, ich musste diesen Drucker irgendwie zum Laufen bringen. Otto, du kannst doch sonst immer alles.